Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Jo. Beim letzten Video habe ich gesagt, wir haben ja ein kleines Problem, dass wir die Zugröhm nicht einladen können. Bei einem Lager. Ich habe jetzt ein Zusatzlager in Zug gehabt. Das habe ich erst jetzt im Nachhinein gesehen, dass wir auch ein Zusatzlager haben. Das Erweiterungssilos. Der habe ich jetzt testet zum Zubehauen. Das hat 75 und das hat 1.000.000. Und das ist halt mit alle. Und das habe ich jetzt zurückgehauen. Und siehe da, funktioniert sogar. Der Drescher steht gerade ein bisschen deppert, aber ist ja wurscht. Ich kann es einfüllen. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob es wohl auch drin ist bei uns im Lager. Muss ich nur noch die Zuckerrümmer finden, gell? Aber da steht überall 0 von 0 von 1 Mille, 0 von 1,2 Mille. Ah, 250.000 hat's andere. Ja, heute kann ich da jetzt einfüllen. Weil 250 hätte Scheune zum A und 250 hätte Standard. Und Zuckerrüben, jawohl, ist drinnen. Perfekt. Das ist einmal super. Das passt. Ich hab nur müssen halt die Werkstatt habe ich müssen ein bisschen verschieben. Weil der war ein bisschen weg. Und damit ich das alles jetzt gleich hab können machen und weil das ja funktioniert hat, habe ich es gleich lassen. Aber noch einmal ein bisschen an Kredit müssen aufnehmen. Aber nicht voll. Außerdem können wir durch die Siloballen eher was rein, aber ich kann in dem Sinn die Silage ballen. Mal schauen, ob der stark genug ist dafür. Silageballen wieder horten und so gesehen auf Lager legen. Geht. Super. Unser Freund der Berge müsste bald fertiger sein mit dem Aussehen. Das wollte ich nämlich ja noch. Ich weiß, dass es gerade nicht realistisch ist. Ist ein kleineres Lager und hat eine Mille Denkfläche, aber im Prinzip ist es ja wurscht. Ob ich jetzt ein großes hier habe oder unters oder so ein kleines Zusatz. Vom Spülverlauf her ändert sich diesbezüglich ja nichts. Deswegen habe ich ja vom Spülerischen her keinen großen Vorteil, was er das alles lagern kann. So. Du bist eh da noch brav unterwegs. Ein bisschen ausbessert habe ich eh schon. Inzwischen. Da bin ich schon ein bisschen unter die Arme gegriffen. Weil er gedacht hat, er fertig. Da habe ich unten nochmal vom falschen Ohr nachgesehen, sagen wir mal so.
Und das da, was er da in der Mitte überlassen hat, das wird auch da so bleiben, weil du das mir vor der Freund der Berge hängen bleibst, sogar dann habe ich müssen mit dem LKW anschieben. Das war das am Ende des letzten Videos, wo er geschrieben hat, er wird von einem Dings blockiert, von einem Objekt. Der ist nicht blockiert worden, der ist nur die Vorderreifen in der Luft gehängt, dass er nicht mehr vier gekommen ist. Mach mir vor! Passt. So, da. Das müsste eigentlich jetzt unser Dingsdom sein. Ja, perfekt. Schau noch ein klein noch. Jetzt ist viel mehr das da weg. Um 20% erst. Aber schon tut es, als hätten wir fast die Hälfte schon. Also, aber schon tut es wie 40% schon. Aber ist ja wurscht. Hallo Schwester. So. Du, mein Freund. Lass mich schauen, ob du selber gearbeitet hast. So gut aus. Ich muss es nur noch einmal düngen. Wann hat der Kampf wohl keinen Dank? Jetzt haben wir ihn wieder Korkdrücke. Achso, da fällt mir was ein. Oh nein, ist noch grün. Passt. Was 28 ist nämlich das nächste, was erntereif müsste werden. Den hängen wir ab. Na, du wart
bist du zuerst? Abhängen. Im Berg steht echt was. So. Was hat der Selle passt? Waschen könnte man einmal. Erledigt. Meine Güte. Passt. So, soweit, so gut. Dann müssen wir auf Zeiten stehen noch, bevor der andere wieder kommt. Und dort den Multen vermeiden. Und dann geht's da auch schon wieder weiter. Ich trau mir was wetten, dass es der Düngerstreuer ist. Ja, sicher. Mein lieber Freund. Bevor es da anfängt, Probleme zu machen, ziehe ich mir eine Band um und um.
Und fertig. So. Und jetzt, lieber Helfer, jetzt habe ich es wohl zusammenbringen, oder? Den Rest. Nee, 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 hier ist er. Und weiter geht's. Weit noch bin jetzt neugierig, wie es jetzt ausschaut. Weil wir kriegen von der Solaranlage stündlicher Gold. Und bei der letzten Nacht haben wir auch Gold gekriegt von den Einnahmen von der Solaranlage. Wo ich nicht weiß, ob es davon kommt, weil wir dort jetzt die Solaranlage gekauft haben oder ob der echt doppelt auszahlen. Aber das werden wir bis in 6 Stunden circa wissen. Oh yeah. Das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Also ein Rest wie jetzt noch erscheint, dass ich offline mache. Weil dann wird nämlich die Dings auch fertig sein, die Mission. Und danach, wenn wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Ich weiß noch nicht, wie in der Uhrzeit, was dort fern ist. Beziehungsweise, wie es ausschaut, was die nächste Arbeit ist. Wahrscheinlich wird nachher das Feld 28 Endreif sein. Aber von den Tieren her müssen wir nachher Ruhe haben. Also Endgame heute mal sowas sowieso. Schon wieder vor. Das ist der Wahnsinn. Leute kommen da nicht. Also.
Hab mir jetzt zu sehr auf den Helfer vorne konzentriert. Aber liebe Leute, da es jetzt zurzeit nichts Spannendes gibt, will ich für heute das Video mal beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn hoffentlich dort fertig, sobald alle fertig gepresst sind, beziehungsweise die Mission auch fertig ist. Und dann sage ich mir, wie gesagt, was wir nachher zu tun haben. Ob halt 28 wirklich schön drauf ist oder nicht, normal müsste es sein. Beziehungsweise ob es sonst irgendeine Arbeit auffällt. Also bevor die Nacht heute ist, ein Freirahmen bei der Gewächshäuser ist sowieso mal klar. Aber vielleicht können wir noch das eine oder andere auffüllen oder bei den Tieren auch noch. Das werden wir nachher sehen. Gut, dann ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.